Yo Leute, was geht? Heute haben wir mal wieder ein Return-Video, aber diesmal was ganz, ganz, ganz Nices. Und zwar haben wir eine Karte eingeschickt zu Beckett über den Poke Geodude und zwar mit Express für 200 Euro die Karte. Also ist auf jeden Fall eine Menge Geld und lohnt sich halt so für die Normalsterblichen und für normale Karten sowieso nicht. Aber für die Karte, die wir eingeschickt haben, da lohnt sich dann doch wieder? Genau, und zwar haben wir... haben wir es leider nicht aufgenommen, das war bei einem privaten Opening, aber wir haben Fortnite-Karten aufgemacht, und zwar diese Mega-Blaster-Boxen. Wir kannten uns auch noch nicht so gut aus damit Fortnite, aber haben einfach mal welche geholt aus Spaß, ein paar geöffnet und haben dann halt hier direkt dann den Black Knight gezogen. Das ist ja quasi ein bisschen hier so Glurak und also immer so quasi so das Krasseste, der Holy Grail von Fortnite eben. Und die Karte ging halt auch in Amerika schon teils als US-Print für 40.000, 50.000 Euro. Das war wirklich ganz krass, aber die Preise sind auch ganz, ganz stark zurückgekommen, ja, muss man auch dazu sagen. Eben, und auch als wir die Karte hatten, war die noch 5.000, 6.000 Euro Raw wert. Und wir haben halt darauf spekuliert, wenn wir die dann als 10 oder so wieder kriegen, dass die dann halt nochmal mehr wert ist. Aber die Preise bis jetzt sind halt zurückgegangen, aber ich fand, das war auch nochmal, also es war nötig, dass das mal korrigiert. Also es hätte sich mehr gelohnt, wenn wir es direkt Raw verkaufen, aber... Ja. Ja, man weiß ja im Endeffekt nie, hätte auch sein können, die steigen noch ein bisschen weiter an und dass man dann halt von der gegradet halt deutlich mehr bekommt. Genau, von daher, man, da steckt man halt nie drin. Hätten wir es verkauft direkt, hätten es nicht gegradet, wäre halt auch blöd gewesen, wenn wir dann jetzt mehr hätten kriegen können, wenn jetzt die gegradet wären. Das weiß man wirklich nie, ja, da muss man immer... Ja. Muss man immer das tun, was man für richtig hält, und im Nachhinein kann man es nicht ändern und da braucht man sich auch nicht beschweren. Vor allem ist es ja trotzdem cool, wenn man die gezogen hat, ne? Man hat ja das Geld selbst nicht bezahlt, klar, man hat ein bisschen was in die Blasterboxen da investiert, aber eben nicht diese Unmengen an Summen. Eben. Und was wir sagen müssen, das ist auch unser zweiter Black Knight. Und den einen haben wir zu PSA geschickt, das war leider nur eine PSA 7. Den haben wir aber auch verkauft, ich glaube für um die 2000 Euro rum. Und damit haben wir sowieso unsere Kosten für Fortnite Serie 1 nahezu komplett gedeckt, samt Grading. Also von daher, also ich meine, ich muss auch sagen, ich habe Leute kennengelernt, die haben hunderte Boxen aufgemacht für mehrere tausend Euro und haben ihn nicht einmal gezogen. Ja, und dann zwei Stück, das ist einfach geisteskrank. Also das kann man eigentlich keinem erzählen. Aber hier, man muss auch mal Glück haben. So. Ja. Ja. Und auf jeden Fall ist jetzt auch meine erste Beckett-Karte, die zurückkam, aus meinem eigenen Grading. Ich habe zwar noch auch welche dort, aber das dauert ja aktuell auch mehrere Monate, bis die zurückkommen. Und das war jetzt Express mit Subgrades für 200 Euro, wie eben schon gesagt. Und was wir gleich schon mal sehen können, dass es keine 10 ist oder keine 9.5, weil 9.5er bei Beckett haben auf jeden Fall immer das goldene Label oben. Und was wir aber auch wissen, es dürfte eigentlich nicht schlechter als eine 8.5 sein, weil 8er und so, die haben so ein weißes, also es gefällt mir auch nicht so. Also unter 8 würde ich jetzt auch nicht zu Beckett schicken, aber ich finde so diese silbernen, alu-mäßigen Labels. Ja, sieht auf jeden Fall cool oder auch aus. Die goldenen. Also ich habe jetzt ja auch gerade mal ein goldenes da. Nur mal zum Vergleich. Finde ich, sieht halt nochmal nicer aus. Also an sich würde ich jetzt für meine eigene Sammlung eher schauen, dass man halt sich 9.5er holt, weil es sieht halt einfach schön aus, aber ich finde beides geil. Und es ist natürlich auch schwer, wenn man jetzt selbst einschickt, den Unterschied zwischen einer 9.5 und einer 9 dann wirklich selbst zu erkennen. Das muss man natürlich auch dann wieder den Profis überlassen. Aber man kann natürlich immer hoffen, okay, die Karte ist wirklich in einem guten Zustand. Da hoffe ich, dass es eine 9.5 wird. Die schicke ich vielleicht mal zu Beckett. Ja. Und vielleicht mit ganz, ganz viel Glück kriegt man vielleicht auch mal eine Pristine oder eine Black Label. Eben. Eine Pristine, mache ich jetzt schon mal einen kleinen Spoiler. Abonniert den Kanal und seid aufmerksam. Wir haben eine ganz, ganz krasse Pristine. Genau, und die zeigen wir euch demnächst. Genau, weil wir haben, das war jetzt Express, wie schon eben gesagt, mit Subgrades aus Mai. Und dann haben wir jetzt im Juli, und das hat jetzt dann über 2 Monate gedauert. Also jetzt ist Mitte Juli und wir haben die Karte jetzt erst zurück. Aber wir haben auch Anfang Juli haben wir mit Premium eingeschickt. Das hat 170 Euro pro Karte gekostet, aber ohne Subgrades. Und die Karten waren tatsächlich nach 2 Wochen wieder hier in Deutschland. Also wirklich 2 Monate zu 2 Wochen. Ist schon nochmal ein krasser Unterschied. Also wenn ihr wirklich eure Karten zu Beckett schicken wollt und sie wirklich sauschnell wieder haben wollt, nutzt am besten den Premium-Service statt dem Express-Service. Aber ich würde sagen, gucken wir uns doch jetzt auch gerade das Grade an. Und zwar haben wir folgende Subgrades. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. 9.5 im Centering, Corners 9. Ist schon mal gut, weil Fortnite, haben wir auch schon mal öfter drüber gesprochen, haben wir öfters diesen Italian-Corner, wo einfach halt die Ecken im Arsch sind, sag ich mal. Edges 9.5 und Surface 8.5, genau, das wusste ich aber auch noch, ich kann es jetzt gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob es vorhin war, aber da war jedenfalls, hatte ich auch so eine Erinnerung, dass die Surface nicht 100% clean war, und wir haben einen neuen Mint, auf jeden Fall sehr nice. Also ich schätze mal den Wert trotzdem noch auf 2 bis 3, im Zweifelsfall sogar 4.000 Euro ein, also es ist trotzdem noch eine monströse Karte, sowohl vom Wert als auch eben hier
vom Auftreten, wenn man einfach auch mal Fortnite gespielt hat. Black Knight ist ja auch einfach so ein Serie 1 Skin, den man jetzt auch nicht mehr kriegen kann. Und den sieht man auch nicht alle Tage. Und wenn er mal da ist, also schon super schon ikonisch. Nice Ding. Super ikonisch. So, und wir haben auf jeden Fall auch einen kleinen Tausch schon mit der Karte oder eine Art Verkauf in der Zukunft vor. Also werden auf jeden Fall mal berichten. Also selbst wenn ihr jetzt nicht Fortnite interessiert seid, könnt ihr mal schreiben, was haltet ihr von der Karte. Habt ihr das auch mal mitbekommen, wie die Preise von den Karten explodiert sind. Und könntet euch vorstellen, auch mal irgendwie Fortnite was zu öffnen, zu sammeln. Oder habt ihr mal gespielt auf der PlayStation oder auf dem Computer, aber die Karten nie gesammelt. Oder sammelt ihr vielleicht die Karten? Könnt ihr mal im Kommentarbereich euch austoben, sag ich mal. Und genau, lasst auf jeden Fall ein Abo da für weitere Returns und Openings. Und auch von Backit kommt, wie gesagt, demnächst nochmal was. Und bleibt gesund. Genau, macht's gut. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche und haut rein. Macht's gut, ciao.